Peace, hallo und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Ich drehe noch durch. Ich habe, Moment, hier ein neues Handy. Und zwar dieses Handy ist ein Android-Zeug, das keiner haben will. Also ich auf jeden Fall nicht, weil, mein Gott, nervt mich diese Kamera. So, ich habe die Kamera jetzt so installiert. Das soll die neue Kamera werden für Focke ins Heimfahrt. Der Grund warum, das wird sich gleich ergeben, wenn ich euch das sage. Und zwar, ich habe normales iPhone, das hat jetzt ein Update gekriegt. Die haben jetzt ein anderes Format, irgendein, keine Ahnung, Format für die Videos. Und da ist es so, dass das überhaupt nicht funktioniert mit meiner meiner Schneidesoftware. Sobald ich ein Video vom iPhone in meine Schneidesoftware ziehe, hängt sich das auf und kackt ab. Ja, danke Apple, danke Schneidegerät, danke Schneidesoftware und danke Android für eine absolut beschissene Kamera, denn die Kamera macht nämlich genau das, ich weiß nicht, ob man es jetzt sieht. Genau, sie fokussiert immer wieder neu. Dann wird das Bild wieder hell, dann wird das Bild wieder dunkel. Ich kann euch da mal was reinschneiden. Ich drehe noch durch. Jetzt habe ich mir meinen Steckköder geholt. Wie ich das jetzt mache mit Focke ins Heimfahrt Videos, weiß ich nicht. Das nächste Mal ist sowieso ein Jubiläum. 50. Focke Heimfahrt Video. Schauen wir mal, was mir da einfällt. Vielleicht mache ich es sogar live. Ja, jetzt steht es da. Zwei Sachen. Einmal möchte ich euch eine kleine Reichweiten-Challenge vorschlagen. Die Reichweiten-Challenge beinhaltet die Angabe der Reichweite auf 100% Ladung. Und zwar für den Soul EV 30 Kilowattstunden Version. Denn ich habe momentan so viel Reichweite wie noch nie. Das heißt, ich habe die Batterie noch nicht ausgelesen. Kann ich irgendwie nicht, weil ich eben kein Dongle habe und so. Schreibt mir bitte runter, welchen ich nehmen soll, weil dafür habe ich extra ein Android mir geholt und bin vollkommen zufrieden, ihr merkt es. Und möchte mir das dann genau mal auslesen lassen. Dann habe ich noch eine Sache, und zwar war ich gestern bei der 3-Jahres-Inspektion, also 45.000 Kilometer, habe ich nicht ganz drauf, aber 3 Jahre, morgen wird mein Auto genau 3 Jahre alt und dementsprechend war ich in der Inspektion, ganz normale 3-Jahres-Inspektion, hat gekostet 94 Euro, wobei nochmal 20 Euro dabei waren wegen der Klimatisierung, also der Klimaanlage, weil die Geräusche gemacht hat. Dann habe ich gesagt, check das doch gleich durch und dann haben sie es gleich aufgefüllt, weil ein bisschen wenig Kühlflüssigkeit drin war. Sollte es nochmal vorkommen, wird es nochmal gecheckt und dann wird geschaut, ob irgendwo ein Leck drin ist, weil eigentlich sollte das Ding nicht weniger werden, nach meines Ermessens, weil ich technisch ja nicht besonders gebildet bin, sollte doch ein geschlossenes System eigentlich keine Verluste aufweisen, oder? Irgendwie so. Vielleicht ist Leck drin, wir wissen es nicht, wir haben es noch nicht gesehen. Dann haben sie hinten in der Hinterachse habe ich Geräusche gehört. Da haben sie dann gesagt, was auch geil, der Meister ist dann nochmal eine Probe mitgefahren, ist dann rückwärts gefahren und hat es dann auch gehört, sagt, das ist ein Gummi, wahrscheinlich die Aufhängung vom Auspuff. Dann schauen sie an, sagen, ich habe keinen Auspuff. Und da fängt er voll das Lachen an. Das war ihm so zuwider, weil er gesagt hat, das muss mir passieren. Sagt er fährt den ganzen Tag Autos und wenn er das Geräusch hört, ist das automatisch der Auspuff, egal ob eh oder nicht. Aber die haben es dann irgendwie scheinbar hingekriegt. Auf jeden Fall, momentan höre ich nichts, aber ich glaube, die haben einfach nur ein Anti-IQ-IQ-Spray irgendwo reingespritzt. Wenn es wiederkommt, müssen wir halt schauen, wo es herkommt. Ansonsten keine Unregelmäßigkeiten, Auto läuft perfekt für mich, wunderbar. Die Batterie haben sie auch ausgelesen, haben aber keinen Ausdruck gemacht, weil die machen den Ausdruck nur, wenn die Batterie schlecht ist. Und das ist sie nicht. Deswegen will ich auch diesen OBD, glaube ich, heißt das, Dongle hinmachen. Und da müsst ihr mal unten in die Kommentare reinschreiben, welchen ich nehmen soll, weil ich das jetzt selber auslesen will.
Dann eben die Reichweiten-Challenge, weil mir ist nämlich Folgendes aufgefallen. Also die Batterie, die Batterie kann gar nicht so schlecht sein, all dieweil. Wie mache ich das, dass man es am besten sieht? So vielleicht, ha? Ja. So, und dann nehme ich dieses. Und man sieht, ich habe 99%, also vorhin waren es nur 100, und habe eine Reichweite von 244 Kilometer. So, jetzt die Bitte an euch, wenn ihr einen Soul EV 30 Kilowattstunden fahrt, dann sagt mir doch bitte, was ihr für eine Reichweite habt, wenn ihr auf 100% geladen habt. Sollte mehr zusammenkriegen als ich, bitte mit Bild. Und ansonsten denke ich fast, dass ich mit meinem 30er am weitesten komme. Glaube ich. Das wird sich zeigen, weil ich keine Referenz habe. Wie viel habt ihr, wie viel macht ihr Kilometer, wenn ihr 100% geladen habt. Hier sieht man es nämlich auch nochmal. 244 Kilometer Reichweite. Ich habe Durchschnittsverbrauch von 14,1 und zwar wirklich gerechnet auf die 42.668 Kilometer. Ich habe die noch nie genullt. Das ist wirklich der Verbrauch und zwar jahrestechnisch gesehen, also Sommer wie Winter. Angegeben ist er mit 14,7. Ich schaffe ihn unter der Angabe zu fahren. Das werden aber die wenigsten machen, weil ich weiß, wie ich fahre. Würde ich nicht so fahren, würde ich auch keine 244 Kilometer zusammenbringen. Deswegen schickt mir doch mal, wie viel kriegt ihr zusammen? Schreibt es mir in die Kommentare und wenn es mehr wie 244 sind, vorhin hat er sogar mal 245 angezeigt, aber 244 ist jetzt beweismittelmäßig aufgenommen, dann schickt es mir bitte per Mail, gleich mit Bild. Der wird für mir prämiert und bekommt von mir irgendwas. Ein Lob, eine Hymne, ein Lied, irgendwas. Genau. Und das war mal dieses Video. Dieses kleine Video. Und schreibt es mir in die Kommentare, welchen Bluetooth-Dongle ich nehmen soll, welche Software ich nehmen soll, dass ich es auslesen kann. Und dann schreibt es mir noch hin, wie viele Kilometer ihr schafft. Ja? Vielleicht fährt einer schon den neuen mit 39 Kilowattstunden Batterie. Wie viel das der schafft, das würde mich nämlich auch mal interessieren. Das war's. Servus, sagt Glocker. Euer Fokker.